Hallo, ich habe für mein Spiel, für, ja okay, Industries Engines eine neue Wasserpumpe gemacht und die Grafik ist hier und von Factorio direkt gibt es ja keine Unterstützung für die Mods. Und die hier habe ich noch manuell ausgerichtet, also mit diesem Shift Offset im Quellcode. Ich mal ganz kurz zeigen. Dauert einen Moment. Hier und nicht hier, sondern bei Pumpen drinnen. Hier ist er. Also das habe ich noch mit Hand ausgerichtet, aber ich habe die Grafik so hingedreht gehabt, dass die praktisch ziemlich gut passt von meiner Sache her. Allerdings ist die hier im Spiel eine Katastrophe. Das seht ihr, wenn ich die hier drehe, ist sie immer aus dem Zentrum raus und die Anschlüsse müssen dann angepasst werden und wie gesagt, Factorio unterstützt das nicht. Dann probiert man, sucht man sich hier ein paar Zahlen raus, schätzt die ungefähr ab und schreibt die rein, startet Factorio neu und lädt das praktisch wieder und guckt, ob das nun passt oder nicht, und das ist übelst nervig. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich programmiere mir jetzt habe ich die Schnauze voll von dem Mist und programmiere mir was. Und weil eigentlich PHP am einfachsten ist und am schnellsten geht und die ganze Sache, habe ich mir hier was zusammenprogrammiert. Und der letzte Schritt, den ich hier noch gerade mache, ist ein paar Icons hinzufügen und dann kann ich euch das Ganze mal in Aktion zeigen. Also das ist nichts Besonderes und das ist auch jetzt noch nie besonders hübsch, aber praktisch kann ich damit die Werte, die ich brauche, die Vorausrichtung vorsehen, ohne dass ich jedes Mal Factorio starten muss, beenden muss, speichern muss. Und wie gesagt, das ging mir eigentlich permanent auf dem Zeiger und das schon eine ganze Weile, und im Forum und so haben dummerweise auch kein anderer das programmiert, so dass man das dann am Ende selber in die Hand nehmen muss. Jetzt muss ich bloß mal gucken, was ich hier noch von Eigen brauche. Was das überhaupt hier gemacht habe, das ist hoch. Das ist ab. Und der Code ist jetzt nichts Besonderes, den kann ich auch zusammenzippen und oder den könnt ihr euch hier abschreiben. Aber ich glaube ja nicht, dass die wenigsten werden ja praktisch eine Apache PHP Installation bei sich haben, um das auszuprobieren. Und vielleicht, wenn ich ganz viel Bock habe, programmiere ich das nochmal in Java oder in irgendeiner oder in C Sharp oder in irgend sowas, dann geht das. Also so sieht das dann aus. Also ich habe natürlich das hier versaut, weil das muss Icons heißen. Ich habe gerade noch ein paar Icons gemacht, damit es ein bisschen hübscher wird. So sieht es dann praktisch aus. Ich habe hier meine Grafik, die ich schon hatte, und kann jetzt praktisch hier mir das Gitter schieben, so wie ich das haben will. Das ist das Ingame-Gitter und sehe hier dann die Offset-Werte von der Grafik. Ja, und dann kann ich das Gitter links und rechts schieben und damit sehe ich, dass das Einzige, was ich jetzt noch probieren muss, ob das wirklich Ingame funktioniert.
Und hier kann man jetzt die Gittergröße für größere Grafiken erweitern oder eben, wenn man eine kleinere Grafik ausrichten will, so machen. Jetzt muss ich nur noch mal probieren, ob das auch wirklich so funktioniert. Ne? Und damit kann ich jetzt auch ziemlich gut, erstmal kann ich das ja größer machen, das ist immer ein Vorteil vom Browser. Und damit kann ich auch jetzt die Rohranschlüsse eigentlich perfekt nach meiner Meinung nach ausrichten. Das ist die Nordgrafik, die werde ich auch gleich so nehmen. Und dann werden wir uns die mal im Spiel angucken, ob das denn so hinhaut. Eine gute Frage, ob ich das so lasse oder nicht. Ne, hier kommt dann der Rohranschluss und hier kommt der Pipe-Anschluss von oben. Sieht eigentlich nicht so schlecht aus und das werden wir für die Nordpumpe gleich mal nehmen, aber da habe ich schon die Werte drin. Und zwar die. Bin ich mir jetzt nicht sicher, warum das jetzt nicht so aufgeht, aber die 0,5 stimmen auf alle Fälle. Und da werden wir das jetzt einfach mit den anderen Pumpen auch so machen. Und dummerweise, wie gesagt, ich habe das nie besonders gemacht, jetzt ist nichts mit Grafiken hochladen aktuell, sondern ich habe die einfach hier alle in den Ordner reinkopiert. Und brauche natürlich jetzt auch bloß immer den Dateinamen ändern. Erstmal und später, denke ich mal, ergibt sich da eine Möglichkeit, das zu verbessern. So, laden wir das einfach mal neu. Das macht er jetzt nicht. Damit müssen wir das hier, tun wir das eben hier oben ändern. Fehlt mir also noch ein Reset und hier sieht man das, dass die Standardgrafik. Ich werde gleich mal einen Reset-Button hinzufügen, damit man das besser sieht. Dass die Standardgrafik außer Mitte ist, also die ich gemacht habe. Das ist ja, das hat sich so ergeben und war dort eigentlich auch ganz günstig. So, ein bisschen Gesuche hier. So, Reset. Zack. Ne? Das ist die Ausgangslage meistens. So hat man das im Spiel und so sieht man das auch, wenn man jetzt im Spiel gucken. Das ist der rote Anschluss, ist für die Kraft bei der Pumpe. Das ist hier wieder genau verkehrt rum mit den Pfeilen. Aber das macht erstmal nichts. Sieht man das hier, ist genauso außer Dings wie hier. Nur hier fängt das oben in der Ecke von der Grafik an und hier habe ich natürlich schon im Code einen Offset drinne von 0,8, der das hier rüber schiebt. Deshalb stimmt die Linie schon mal so halbwegs. Das werden wir aber jetzt auch gleich hier sehen, wenn ich das nämlich jetzt hier rüber schiebe. Sollten wir irgendwo eigentlich mehr rauskommen. Beziehungsweise, mal schnell mal gucken. Genau, die ist ja zu weit drüben, das sieht man ja hier an der Kante. Ne? Genau, so, und dann müssen wir runter. Ein bisschen geklickt. Ich habe auch schon ein Fast Buttons gemacht. Die werde ich jetzt auch gleich einbauen. Dann haben wir hier die Linie und damit wäre 0,47 und 0,47 das perfekte Offset. Für Süd. Und jetzt hoffe ich mal, wenn ich das jetzt habe ich das gespeichert und wir werden das jetzt in Game auch natürlich ausprobieren. Abgesehen davon, dass die blöden Anschlüsse wieder verdreht sind. Fünf Null.
So, speichern, Faktorio neu starten und dann werden wir sehen, wie es aussieht. Im Optimalfall ist dann die Grafik perfekt. Ansonsten kann ich natürlich im Programm in dem hier dann einen initialen Offset vorgeben, so dass das dann besser passt. Habe ich das natürlich vorher nie probiert. Aber man sieht das hier perfekt. Ne? Das Rohr schließt wunderbar an, das Rohr nicht. Das ist aber jetzt eine grafische Sache und das lasse ich trotzdem so. Auch hier fehlt eben die halbe Kappe. Ne? Und das hat jetzt den Vorteil, dass ich jetzt nicht fünfmal hier Factorio hin und her starten muss, sondern ich kann das jetzt direkt, sage ich mal, hier in meinem Browser korrigieren. Einwandfrei. Das trifft natürlich dann auch für die Animation zu und für die ganz jetzt anderen Sachen auch. Und außer das Klicken jetzt spart das dann einen Haufen Arbeit. Oder Zeit, sagen wir mal, Zeit, Arbeit, nee. Eher Zeit. Wo mache ich jetzt die Faustbuttons hin? Ich habe die Buttons dummerweise auch ein bisschen groß gemacht. Aber nichts, was sich nicht beheben lässt. Ja, also wie gesagt, ich denke mir auch, man kann das auch in einer anderen Programmiersprache machen, aber das erschien mir einfach der schnellste Weg jetzt und das hat auch nicht zu lange gedauert. War ich relativ zügig fertig. Fast right, fast left. Und da gibt es noch. Den müssen wir umbenennen. Also müssen nie, aber bietet sich an. So. Gucken wir mal, wie 3 Pixel sind. Ob das schnell genug ist oder naja, am besten gleich mal 4 oder kann nur 5 machen, aber 4. Da wir 32 Pixel in der Höhe haben, bietet sich ein 4er Schritt an. Und das mal als Grund jetzt zurück. So, perfekt. Geht das doch schon ein bisschen schneller. Und das Feintuning kann ich jetzt hier machen. Minus 0,3. Und jetzt muss ich bloß wieder sehen, dass mein Rotoranschluss hier in der Mitte von so einem Kästchen ist. Und der hier unten auch. Aber das habe ich schon bei der Erstellung der Grafik eigentlich. Da habe ich mir auch das Raster drüber gelegt und habe das da schon so ein bisschen berücksichtigt. Aber hier müssen natürlich noch die Anschlüsse jetzt so ins Spiel. Ja, geht natürlich so und so. Pumpe Osten. Das ist hier. Das mit diesen zweiter Kommastelle kann im Spiel einen Nachteil haben. Da besteht die Möglichkeit, dass das anfängt zu flickern in einer bestimmten Konstellation. Vom Zoom, das kann ich aber im Spiel mal zeigen. Aber das ist eher eine Sache für Animationen, wo das auftritt. Seht ihr, und so kann ich jetzt einfach und zügig meine ganzen Grafiken ausrichten, ohne dass ich da noch groß
mich rumärgern muss. Lieber einen zurück. Genau so. Ich kann auch mal eine andere Grafik nehmen, um zu zeigen, dass es damit auch mit anderen geht. Ich muss mal bloß noch eine finden. Genau. So, das zeige ich auch gleich noch mal wieder im Spiel. Und testen wir mal eine andere Grafik von hier und hier. Nee, hier. Spielt ja keine Rolle. Wie gesagt, den Upload-Button und sowas, das werde ich vielleicht noch einbauen. Aber fürs Erste. Hier muss ich natürlich ein PNG machen, sonst kommt eine lustige Fehlermeldung. So. Na, da tut auch den Hintergrund und die Grafik sieht jetzt hier nicht so schön aus, aber das macht nichts. Und hier sieht man auch an der Größe, die könnte ich eigentlich auch mal noch einblenden. Das werden wir auch mal machen. Noch schnell. Am besten in einer Zeile unter der Grafik, warum nicht? Nur, das ist jetzt nur noch eine reine Informationssache. Weil danach richtet sich natürlich ungefähr, wie viel Quadrate man braucht. In dem Fall sind es natürlich 5. Aber das sieht man ja auch, wenn man jetzt dann das an der Grafik bearbeitet. So. Also in 2x2 geht doch reicht ja nie, aber kann man trotzdem positionieren. Und dann sieht man das hier. Und wie gesagt, die Grafiken sind alle mit Schatten gerendert, deshalb das fünfte ringsrum. Aber für die Ausrichtung reichen uns auch in dem Fall 4 Punkte aus, weil so um die Basisrichtung zu der Linie geht man. Ich kann das genauso gut natürlich auch hier mit dem N ausrichten. Wenn ich aber oder mit rein, ne, wenn man das jetzt in dieses Feld reinkriegen will, aber ich will es ja so haben und ich bin mir gar nicht sicher, wie ich das im Spiel ausgerichtet habe. Vielleicht, ne, da habe ich auf alle Fälle mit einem 5er Gitter ausgerichtet. Und da habe ich gar nicht so groß dran rumgemehrt. Können wir noch gucken. Wenn ich die Datei finden würde. Theoretisch ist es die hier. Und die habe ich trotzdem 0,5 rüber geschoben und minus 0,25 nach oben. Also die habe ich im Spiel an der Basislinie unten ausgerichtet. So. Und 0,5 rüber. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, warum. Aber so ist die ausgerichtet im Spiel. Sollte ich vielleicht noch mal überdenken. So, also die anderen Grafiken habe ich geändert und das müssen wir natürlich noch hier im Spiel ausprobieren. Können wir ruhig speichern. Und ihr seht das schon, ich muss jedes Mal aus Factorio rausgehen
das dann neu starten, damit er die Grafik neu aufbaut. Angeblich, ne, da gibt es, also vielleicht gibt es da ja einen Trick, das Laden neu zu erzwingen, aber der stellt auch jedes Mal meiner Meinung nach eine Cache-Datei oder liest das aus dem Sprite-Cache oder was weiß ich, was der hier macht. Und deshalb war das notwendig. Und ihr seht hier, das sieht nahezu perfekt aus. Der Anschluss ist nicht so super und der ist auch nicht so, aber Standardspiel Zoom ist so. Und dafür geht's schon. Wenn ich wollte, könnte ich das ja in der Grafik noch ändern. Und wenn der Anschluss nicht belegt ist, sieht es halt so aus. Und damit bin ich in der Sache jetzt eigentlich ziemlich damit zufrieden. Und habe damit eine Hilfe. Den Code. Wie mache ich das jetzt mit dem Quellcode, falls es euch interessiert? Ich werde mal sehen, dass ich hier noch einen Upload-Button einbastel, so dass das dann von meiner oder dass man das auf der Webseite dann praktisch hochladen kann. Die Datei und dann die online hier so ausrichten kann. Und dann, es geht ja wirklich nur um die Werte, die interessant sind. So, na dann, das war's.